ihr Lieben, ich habe hier mein Vidama-Gerät. Ich bin mal gespannt, ob das auch in der südlichen Halbkugel noch funktioniert. Denn viele Dinge funktionieren anders von der nördlichen in die südliche Halbkugel. Dazu zeige ich euch noch einiges, wie zum Beispiel Wasser abläuft. Aber hier sitzt die große Frage, wird denn mein Vidama noch funktionieren? Und auf all das werde ich euch demnächst Antworten geben. Also, liebe Grüße hier direkt vom Äquator aus Ecuador.